Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Letzte Runde, beziehungsweise letzte Folge, in der Runde war es ja nicht, haben wir einfach Runde beenden gedrückt und ja, jetzt, und dann war die Folge schon vorbei, so ungefähr. Gut, wir werden jetzt diesen Knilch vernichten, oder auch nicht. Dann Duse da, fängst jetzt wieder an. Warte, so, und vier Hopliten, vier Steinschleuderer und vier, ja, nochmal Hopliten. So, wie viele Runden braucht er? Fünf Runden. Also am Anfang dauert es halt immer ewig. Aber, naja, das ist ja klar. So. Gut. Du rüst dich ja jetzt erstmal aus, ja, okay. Haus erweitert sich, Gravitas, feindliche Typis ziehen sich zurück. Warte mal. Der ist jetzt schon soweit, der ist 17 Jahre alt, okay. Wir könnten auch wieder einen von uns bilden lassen. Es ist zwar ziemlich teuer, aber schaut mal, zwei, also plus 2 auf ein zufälliges Zielattribut. Das ist ziemlich gut. Also hier zum Beispiel haben wir, das habe ich nicht angeschaut, dumm wie ich bin, der hatte plus 2 Geheimaktionen bekommen, was an sich immer gut ist, weil plus 4% Chance auf Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr. Das ist halt richtig gut. Aber ich hätte ihn jetzt noch träge. Naja, okay, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Gut, also deswegen 1000. Also 1000 dafür, dass jetzt einer, ja, plus 2 bekommt. Das ist es wert. Wir können jetzt nichts mehr machen, ist ja klar. Wir haben alles ausgegeben. Die da, ich weiß nicht, die 300 und die 301. Gut, 301, ne? 300 dann die Streiter des Olymp. Ja, könnte man lassen. Die 10.000 wäre so eine, ja, ich will nicht sagen ein Hohn oder ich lasse es ja nochmal. Wenn ihr Wünsche habt für eine für einen Name, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir schauen, was wir tun können. Oder ja, genau, also die 10.000 war ja die Elite-Armee oder Elite, nicht Streitmacht, sondern ja Einheit der Perser. Die hieß ja die 10.000, weil sie immer, egal wie viele in der Schlacht gefallen sind, am nächsten Tag wieder 10.000 auf dem, oder bei der nächsten Schlacht wieder 10.000 auf dem Feld standen. Und deswegen wurden die eben die 10.000 genannt, weil es waren 10.000 Einheiten oder 10.000 Männer, Krieger. Und die wurden halt, es sah halt so aus, als wären sie unbesiegbar. Deswegen die 10.000. So, und die haben zum... Junge, wir können schon Level 8 Einheiten rekrutieren. Warum? Darum. Der hat plus 3 Erfahrungsränge und wir haben von Haus aus hier Erfahrungsrang 5. 5 plus 3 ist Gold. Gut, also wir könnten jetzt schon anfangen, den wieder zu piesacken. Ich will erstmal schauen, dass hier niemand weiteres ist.
Wir haben hier 5 Hopliten. Das könnte sogar reichen. Aber ich warte noch 2 Runden. 2 Runden. Ich warte noch eine Runde. Wenn er dann anfängt, hier zu rekrutieren, dann greife ich sofort an. Was gut zu wissen ist, was gut zu beachten ist, ist, dass wenn der jetzt anfängt zu rekrutieren und man fängt an zu belagern, dann wird die Rekrutierung unterbrochen. Also der kann nicht rekrutieren, während die Stadt belagert ist. Also das gilt auch für ihn. Also wenn er jetzt hier belagert, wird die Rekrutierung abgebrochen. Genau. So viel dazu. Wir könnten hier jetzt nochmal so einen holen. Ich mach mal die da. 5% Chance auf Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr. Und dann mache ich die. Dann tue ich die in die Armee. Ich glaube, das ist ganz cool. So, mal schauen, ob jetzt dann wieder die. Was? Nein. Mal schauen, ob jetzt wieder die Runde dann vorbei ist. Nehmt die Bedingungen an. Denkt an die Alternativen und ihr werdet erkennen, dass alles andere wenig Sinn. Ja, sorry. Das macht da gerade nicht viel Sinn, weil ich nämlich Athen haben will. Die Seuche. Oh nein! Oh, wieso unbedingt jetzt hier? Ach, das ist doch doof. Militärverwaltung. Okay, ja, er fängt an zu rekrutieren. Das kann ich nicht dulden. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt fast voll habe. So. Ich werde noch eine Runde lang belagern. Und dann mit, ja. Warte. Verdammt, weil ich hier belagere, kann ich da nichts mehr machen. Das ist ja dämlich. Okay, alles klar. Der hat echt nichts mehr. Okay, da ist auch nichts mehr wirklich. So, ich habe wieder was Neues erforscht. Was habe ich denn neulich erforscht? Ich glaube, das gegen Korruption, nicht? Ja, politische Vorkommnisse. Hier können wir noch das da machen, aber ich will lieber Verstärkungsrate haben wir schon. Bewegungsreichweite. Das ist auch sehr praktisch. Ermögliche Siedlungstore. Das Ausgießen von kochendem Öl, das hatten wir vorletzte Runde, glaube ich, das Gespräch darüber. Ich mache mal hier Gefechtsgeschwindigkeit für alle Einheiten, das ist ganz praktisch. Das ist jetzt unpraktisch. Aber mit dem hoffe ich, wird das besser. Warte, das ist so dämlich, wenn er das macht. Also gerade ist jetzt auch die Armee von hier einfach rausgeschlüpft. Also das, ja. Agent behindert. Seuche. Der hat auch eine Seuche. Gut, also ja. Dadurch, dass er jetzt raus ist, können wir das machen. Gut, das da können wir abreißen. Wobei, ich will das ehrlich sagen. Ja, das ist jetzt doof. Ich überlege das gerade, weil. Ähm,
Weil wenn ich das abreiße, dann ist hier die Garnison natürlich weniger. Wenn ich das da abreiße, dann kann ich für einige Zeit nicht mehr... Für 5 Runden... Ja, ich lasse hier so lange da. Und... Oh je, Athen. Okay, Athen hat jetzt auch angefangen, sich zu vergrößern. Okay, also, ich werde jetzt... da werde ich dann eine feindliche Einheit reintun, also eine aus einer anderen Familie. Und dann werde ich mit den beiden Fullstack-Armeen Athen angreifen. Wie kann ich euch dienen? Okay, der hat noch eine Ernährung, also ein Brötchen, sage ich mal, weil wir klauen gerade. Das ist praktisch. Das können wir dann auch erobern. Dann würde ich sagen, erobern wir erst das da. Und dann gehen wir nach Athen. Ermutigte Bevölkerung, Eigenschaften erhalten, Fraktion angetroffen, Syrakus, Pella und Welt der Wunder. Welt der Wunder habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, oder? Welt der Wunder sind zum Beispiel hier haben wir auch ein Welt der Wunder. Welt der Wunder. Achso, ja, das steht ja hier. Genau, weil, also wir haben Statue des Zeus in Olympia. Das ist, dann bekommt man pro Region, also bekommt man wenn man die Region eben hat, bekommt man hier die Boni, also 10 Wohlstand durch Kultur und öffentliche Ordnung. Und hier zum Beispiel ist es, Olymp. Das ist minus 20% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Und 25% Wohlstand durch kulturelle Gebäude. Ja, genau. So, das war's. Doch nicht. Gut, hier ist es halt jetzt heftig. Also der kann halt jetzt 4, also plus 4 Rang. Und plus 12 Nahkampfschaden und Banner heben und sammeln. Das ist halt richtig übel. Das andere wäre, wir können hier jetzt versuchen, die Rekrutierungskosten zu senken. Oder hier zum Beispiel Nahrung für die Dinge, aber ja. Wenn wir schon mal. Warte, ich zeig's euch mal kurz. Gleich. Das ist natürlich auch super. Aber wir machen mehr Damage. Jetzt zum Beispiel Rang 9. Rang 9. Also jetzt, hole ich mir halt die Dudes schon als Ultra Heavy Metal Dinger. Ja. Das ist halt richtig heftig. Vor allen Dingen erst 47, glaube ich. Also, wenn alles gut geht, wird er noch lange da sein. Wisst ihr, was mir gerade gekommen ist? Da, also der Athener hat ja Athen vollkommen alleine gelassen, ne? Das ist halt richtig heftig. Die hat jetzt hier zum Beispiel Chance auf, auf Wehr, auf Notwehr. Und wir machen Unterhaltskosten hier. Geheimaktion, ne. So. Der ist jetzt frei. Aber ja, hier, die sind bis zur Hälfte angeschlagen. Das braucht noch 2 Runden. Aber trotzdem sind die schon im Fullstack, ne? Das ist krass. Okay, die sind jetzt auch wieder so weit, dass sie weitermachen könnten. Ich
Ich lass mal Athen noch. Hier, ich lass Athen. Weil, solange die eine Bedrohung sind, wie kann ich euch dienlich sein? Solange die eine Bedrohung sind, ja, ist ja, ist eine dritte Front oder eine zweite Front in unserem Fall nicht ganz so gut. So. Dann machen wir mal weiter. Ja, Athen versucht die ganze Zeit, ja. Nee, nicht Athen, sondern Makedonien. Stellt eine Armee. Ruft zu den Waffen. Und Schatzkammer plus 500. Ja. Okay, er hat ja jetzt wieder eine Full-Stack-Armee. Das gefällt mir nicht ganz so. Wo sollen wir denn das machen? In Pella. Ja, das wollten wir ja eh machen. Also, ich gehe jetzt mal mit beiden. Streitmacht aufstellen. Den hole ich mir mal. Armee aufstellen. So. Gut, ich stelle mich mal hier hin und plünder. Ja, der kann das jetzt nicht mehr. Die stiehlt mal. Also ist unwahrscheinlich, dass ich schaffe. Aber, ja. Das ist alles nur, das hat alles mit Skill dann. Also dadurch bekommt sie halt Erfahrung und das ist gerade die Hauptsache. Ja, schau in die haben jetzt, sie hat jetzt eine Erfahrung bekommen. Oder Erfahrungspunkt bekommen. So. Mir kam gerade, dass wir negative Nahrung haben. Das ist, genau, das ist nicht gut. Deswegen machen wir hier die Änderung. Minus Nahrung. Ja, komm. Hier machen wir die Änderung. So. Dann machen wir hier die Änderung. Die Nahrung. Hier. Wie kann ich euch dienen? Okay, sie hat doch nichts bekommen. Okay, also. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Okay. Die Siedlung wird belagert. Ich erwarte eure Befehle. In Bewegung. In den Kampf. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Zu euren Diensten. Schnell, der Weg ist gesperrt. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt. Also nächste Runde. Also, ich greife jetzt noch nicht an, weil ich will so viele Hopliten wie möglich am Anfang auf die Mauer bekommen. Die Pikiniere niemals auf die Mauer. Die haben überhaupt keine. Die haben überhaupt keine Chance. Auf irgendwas. Ah, das war die. Okay. Genau, super. So. Gold ist ein Geschenk, das viele. Ja, aber durch die Eroberung von der Stadt bekomme ich viel mehr als 1200. Vor allem, wenn er jetzt anfängt zu fliehen. Also, nee, Schmarrn. Vor allen Dingen, wenn er. Das war Unsinn. Nee, vor allen Dingen, wenn er dann. Also, dadurch, dass er flieht, macht das mir halt leichter. Verschleiß, Agent, Schuss, Schutz verfällt und so weiter. Gut. Okay, das war schade.
Gut, hier machen wir jetzt. Ja, das da. Wie sieht's denn momentan aus? Sehr gut. Ja, sollen wir das spielen? Das sind jetzt 3800 von mir gegen ja 2000. Mal schauen, wenn es über 75 mache ich es automatisch. Ja, komm. 81, das ist super. Das ist super. Habt ihr noch weitere Befehle? Und jetzt haben wir wieder positiv. Und wir haben. Wir haben positives Ding und wir haben wieder Kohle. Gut, also. Ja, wobei das. Ja, nee. Ja, doch, das müssen wir auf jeden Fall wegtun. Ganz sicher können wir die drei wegmachen. Und dafür die drei. Ich mache es jetzt schnell. Also ich mache das jetzt schnell, weil nächste Runde ist nämlich die Hoplitenkaserne weg. Und dann kann ich es nicht mehr machen. Und die drei, die ich ersetze jetzt, die hatten nur... Die hatten nur Silber, Bronze 2, also Stufe 2, 3. Und dafür dann auf 9 erhöhen, passt. Gut. Ah, wir sind ja schon wieder über 20. Wir schauen jetzt mal, was er macht. Das habe ich mir gedacht. Aber das können wir gewinnen. Das können wir gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.